EA Bone Productions. EA Pro Productions liest Jules Verne, Die geheimnisvolle Insel. Erster Teil, Die Schiffbrüchigen des Luftmeers. Heute, 19. Kapitel. Am nächsten Tage, den 22. Mai, ging man an die eigentliche Einrichtung der neuen Wohnung. Es drängte die Kolonisten in der Tat, diese geräumige und gesunde, im Felsen ausgehöhlte, vor dem Meere ebenso wie vor dem Regen geschützte Zuflucht, gegen das mangelhafte Obdach, das die Kamine gewährten, zu vertauschen. Dennoch sollten diese nicht vollkommen verlassen werden, sondern nach Ansicht des Ingenieurs als Werkstätte für die gröberen Arbeiten dienen. Cyrus Smiths erster Sorge war es, sich zu überzeugen, an welcher Stelle der Uferwand ihr Felsenhaus wohl liege. Er begab sich also gegenüber der gewaltigen Granitmauer nach dem Strande. Da beim Durchbrechen jener die Spitzhacke den Händen des Reporters entfallen war und notwendig senkrecht herabgefallen sein musste, so genügte ja deren Wiederauffindung, um die Stelle zu treffen, die man durchschlagen hatte. Die Hacke fand sich leicht wieder, und wirklich lotrecht über der Stelle, wo sie in den Sand eingedrückt war, lag auch die erste Öffnung etwa 80 Fuß über dem Niveau des Strandes. Schon flogen einige Felsentauben durch diese Luke ein und aus. Fast gewann es den Anschein, als sei das Granithaus allein zu ihrem Besten entdeckt worden. Die Absicht des Ingenieurs ging dahin, den linken Teil der Höhle in mehrere Zimmer und einen Vorraum zu trennen und diese durch 5 Fenster und eine Tür zu erleuchten. Gegen die 5 Fenster machte Pencroff zwar keine Einwendung, den Nutzen der Tür dagegen vermochte er nicht einzusehen, da der frühere Wasserabfluss des Sees ja eine natürliche Treppe bildete, über welche man stets leicht nach dem Granithause zu gelangen vermochte. »Mein Freund«, antwortete ihm Cyrus Smith, »wenn wir durch den unterirdischen Gang bequem unsere Wohnung erreichen können, so können das andere ebenso gut. Ich habe dagegen die Absicht, die obere Mündung wieder vollkommen zu schließen, wenn nötig, sie sogar wieder ganz zu verdecken, indem wir durch eine Art Wehr am jetzigen Ausflusse den Wasserstand des Sees wieder heben.« »Und wie sollen wir ins Haus gelangen?« fragte der Seemann. »Über eine Stiege an der Außenseite, etwa eine Strickleiter, durch deren Aufziehen wir den Zugang zu unserer Wohnung zur Unmöglichkeit machen.« »Wozu diese Vorsicht?« sagte Pencroff. »Bis heute begegneten wir noch keinen so besonders zu fürchtenden Tieren, und von Eingeborenen ist die Insel offenbar nicht bewohnt.« »Sind Sie dessen so sicher, Pencroff?« fragte der Ingenieur und richtete seinen Blick auf den Seemann. »Überzeugt werden wir freilich erst sein,« lenkte dieser ein, »wenn wir sie einmal in allen Teilen näher durchforscht haben.« »Richtig,« sagte Cyrus Smith. »Für jetzt kennen wir die Insel indes nur stückweise. Im Fall uns aber auch keine inneren Feinde bedrohten, so können doch solche von außerhalb kommen, denn der stille Ozean ist immer ein gefährliches Gebiet. Wir ergreifen diese Vorsichtsmaßregeln also auch gegen den schlimmsten Fall.« Cyrus Smith sprach sehr weise, und ohne weitere Einwendungen bereitete sich Pencroff, seinen Anordnungen nachzukommen. Die Fassade des Granithauses sollte also 5 Fenster und eine der gesamten Zimmerreihe dienende Tür erhalten. Außerdem gedachte man der prächtigen Säulenhalle durch eine weitere Öffnung und mehrere kleine Gucklöcher das nötige Licht zuzuführen. Die Fassade lag in einer Höhe von 80 Fuß über der Erde nach Osten zu, so dass die ersten Strahlen der Morgensonne sie begrüßen mussten. Sie befand sich in der Mitte des Steinwalles, zwischen dessen vorspringende Ecke an der Mündung der Mercy und einer senkrecht auf den Felsenhaufen, die die Kamine bildeten, stehenden Linie. So konnte die Wohnung von den bösesten Winden, das heißt denen aus Nordosten, nur schräg getroffen werden, da sie die Felsenecke bis zu einer gewissen Grenze davor schützte. Vor der Hand und bis man einst Fensterrahmen gefertigt haben würde, beabsichtigte der Ingenieur, die Öffnungen durch dichte Läden zu schließen, welche Wind und Regen abhielten und im Notfalle selbst verborgen werden konnten. Zuerst galt es also, die nötigen Öffnungen auszubrechen. Mit der Spitzhaue wäre das eine zu lange dauernde Arbeit gewesen, jedenfalls nicht im Sinne Cyrus Smiths, welcher heroischere Mittel anzuwenden liebte. Noch besaß er eine gewisse Menge Nitroglycerin, das er nutzbar zu machen gedachte. Die Wirkung dieser explodierenden Substanz wurde also auf geeignete Weise örtlich beschränkt, und es gelang dadurch, den Granit nur an den gewünschten Stellen zu sprengen.
Nun vollendeten Spitzhaue und Hacke die Form der Fensteröffnungen, der Gucklöcher und der Tür, glättete die mehr oder weniger zerrissenen Felsenrahmen, und wenige Tage nach dem Beginn der Arbeiten schien das erste Morgenrot in das Granithaus hinein und erhellte dasselbe bis in seine entferntesten Tiefen. Nach dem von Cyrus Smith entworfenen Plane sollte die Wohnung in 5 Einzelräume mit der Aussicht nach dem Meere hin abgeteilt werden. Zur Rechten einen gemeinschaftlichen Vorraum mit der Tür nach der anzulegenden Stiege erhalten, daran stoßend eine 30 Fuß lange Küche, ein 40 Fuß langes Speisezimmer, einen Schlafraum von derselben Größe und endlich ein von Pencroff vorgeschlagenes Fremdenzimmer, das an den großen Saal anstieß. Diese Zimmer, oder vielmehr diese Zimmerreihe, welche die Wohnung im Granithause bildete, durfte die ganze Tiefe des kleineren Höhlentals nicht ausfüllen. Sie erhielten nämlich noch einen gemeinschaftlichen Korridor und ein langgestrecktes Magazin, in welchem die Geräte, Nahrungsmittel und Vorräte aller Art bequemen Platz fanden. Alle Produkte der Insel aus dem Pflanzen- und Tierreiche befanden sich hierin, in dem zu ihrer Konservierung günstigeren Zustande und vollkommen vor Feuchtigkeit geschützt. An Raum mangelte es ja nicht, so dass alles in schönster Ordnung untergebracht werden konnte. Überdem besaßen die Kolonisten noch die kleine Höhlung über der von ihnen bewohnten, welche gewissermaßen einen Speicher darstellte. Nachdem man sich über diesen Plan geeinigt, schritt man sofort zu dessen Ausführung. Die Bergleute wurden wieder zu Ziegelstreichern. Die fertigen Mauersteine lagerte man zu Füßen des Granithauses ab. Bis jetzt stand Cyrus Smith und seine Gefährten noch immer kein anderer Zugang zu ihrer Höhle zu Gebote als die frühere Wasserrinne. Diese Art der Kommunikation nötigte sie aber immer, erst das Plateau der freien Umschau zu besteigen, und zwar auf dem Umwege längs des Flussufers, dann 200 Fuß tief durch den unterirdischen Gang hinabzugehen und ebenso weit wieder emporzuklemmen, wenn sie nach dem Plateau zurück wollten. Es versteht sich, dass hierdurch Zeitverluste und manche Anstrengungen entstanden. Cyrus Smith beschloss also, unverzüglich die Herstellung einer festen Strickleiter in die Hand zu nehmen, welche ja zurückgezogen den Aufgang zu dem Granithause unwegsam machte. Diese Strickleiter wurde mit peinlichster Sorgfalt angefertigt und bestanden ihre Längsseite aus den Fasern des Kyriong, die man, ganz ähnlich wie es die Seiler tun, zusammendrehte und welche dadurch eine mehr als hinreichende Festigkeit erlangten. Zu den Stufen verwendet man eine Art rote Zedern, deren Äste von leichter und sehr zäher Natur sind. Das ganze Werk vertraute man dann Meister Pencroffs geübten Händen an. Daneben wurden auch noch andere Seile aus Pflanzenfasern fabriziert und an der Tür ein roh zugerichteter Flaschenzug angebracht. Das erleichterte wesentlich die Herbeischaffung der Materialien, mit denen man die eigentliche innere Einrichtung begann. An Kalk fehlte es ja nicht, und einige tausend Ziegelsteine harrten nur ihrer Verwendung. Das, wenn auch etwas rohe Zimmerwerk der Scheidewände, wurde ohne Schwierigkeiten aufgestellt, und in kurzer Zeit war die ganze Abteilung der Höhle entsprechend dem vorher entworfenen Plane in 5 Einzelräume geteilt. Unter Leitung des Ingenieurs, der auch selbst mit Hammer und Kelle zugriff, schritten diese verschiedenen Arbeiten rasch vorwärts. Cyrus Smith, der seinen einsichtigen und fleißigen Arbeitern immer mit gutem Beispiele voranging, war eben in allen Sätteln gerecht. Man arbeitete voller Vertrauen, selbst heiter, da Pencroff immer ein Scherzwort auf der Zunge hatte, wenn er jetzt als Zimmermann, dann als Seiler oder Maurer tätig war und dieser ganzen kleinen Welt seine ewig gute Laune mitteilte. Seinen absoluten Glauben an den Ingenieur vermochte nichts zu erschüttern. Er hielt ihn für fähig, alles zu unternehmen und erfolgreich auszuführen. Die übrigens sehr gewichtigen Fragen wegen der Bekleidung und des Schuhwerks, die der Beleuchtung während der Winterabende, der Urbarmachung der Insel, der Veredelung der wildwachsenden Pflanzen, alle schienen ihn mit Cyrus Smiths Hilfe sehr einfach und leicht zu lösen. Er fantasierte von schiffbar gemachten Flüssen zur Erleichterung des Transports der Bodenreichtümer der Insel, von Ausbeutung der Steinbrüche, Anlegung von Bergwerken, von Maschinen zu allen industriellen Zwecken, von Eisenbahnen, ja, von Eisenbahnen, einem ganzen Netze solcher, das einst die Insel Lincoln bedecken werde.
Der Ingenieur ließ Pencroff plaudern und vergönnte seinem guten Herzen jene unschuldigen Übertreibungen. Er wusste, wie leicht sich das Vertrauen weiter verbreitet, lachte selbst, wenn er jenen so schwärmen hörte, und sprach nicht von der Unruhe, die ihm die Zukunft dann doch dann und wann einflößte. In diesem Teile des Pazifischen Ozeans, weit abseits von den gewöhnlichen Schiffskursen, konnte man leicht für immer auf jede Hilfe verzichten müssen. Dann hatten die Kolonisten nur auf sich, allein auf sich selbst zu rechnen, denn die Insel Lincoln lag ja so weit von jedem Lande entfernt, dass es ein zu gefahrvolles Unternehmen blieb, mit einem nicht ganz seetüchtigen Fahrzeuge diese ungeheure Strecke zurücklegen zu wollen. Aber sie schlugen doch, wie der Seemann zu sagen pflegte, die anderen Robinsons, die allemal ein Wunder getan zu haben glaubten, wenn sie etwas fertigbrachten, wenigstens um 100 Nasenlängen. In der Tat, sie hatten ja Kenntnisse, und der wissende Mann siegt noch über die Verhältnisse, unter denen andere nur mühsam vegetieren und unvermeidlich untergehen. Harbert zeichnete sich bei jeder Arbeit aus. Begabt und fleißig begriff er alles leicht und führte es gut aus, so dass Cyrus Smith sich Tag für Tag mehr zu ihm hingezogen fühlte. Harbert hegte für den Ingenieur eine innige und achtungsvolle Freundschaft. Pencroff bemerkte wohl die Bande, welche beide immer enger aneinander knüpften, ohne doch darüber eifersüchtig zu werden. Nab blieb eben Nab. Wie immer war er der personifizierte Mut, Eifer, die Ergebenheit und Selbstverleugnung. Mit demselben Vertrauen zu seinem Herrn wie Pencroff äußerte er dasselbe doch minder laut. Wenn Pencroff ganz außer sich geriet, nahm Nab immer eine Miene an, als wolle er sagen, »Das geht ja alles ganz natürlich zu.« Pencroff und er waren sich jedoch herzlich zugetan und duzten sich schon seit längerer Zeit. Auch Gideon Spilett entzog sich seinem Teile der allgemeinen Arbeit nicht und erwies sich nicht als der Ungeschickteste, zum größten Erstaunen des Seemanns. Ein Journalist und geschickt, nicht nur alles zu begreifen, sondern es auch auszuführen. Die Strickleiter wurde am 28. Mai endgültig angebracht. Auf die Höhe von 80 Fuß zählte sie nicht weniger als 100 Stufen. Glücklicherweise hatte Cyrus Smith dieselbe in zwei Teilen ausführen lassen können, weil sich etwa in der halben Höhe ein Vorsprung im Felsen fand, der gleichsam als Podest diente. An diesem befestigte man, nachdem er durch Hacke und Meißel möglichst gut eingeebnet war, den einen Teil der Leiter, deren Schwanken hierdurch natürlich weit geringer wurde, als wenn die ganze Länge aus einem Stück bestanden hätte. Der andere Teil der Strickleiter fand an demselben Podest und der Tür seine Stützpunkte. Wenn diese Anordnung das Besteigen schon merklich erleichterte, so gedachte Cyrus Smith doch später einen hydraulischen Aufzug zu errichten, um den Bewohnern des Granithauses jede Anstrengung und allen Zeitverlust zu ersparen. Die Kolonisten gewöhnten sich sehr bald an die Besteigung dieser Leiter. Selbstgewandt genug hatten sie über dem Pencroff, der in seiner Eigenschaft als Seemann ihnen mit der nötigen Unterweisung an die Hand ging. Vorzüglich musste aber Top angelernt werden. Der arme Hund war mit seinen vier Pfoten von der Natur nicht zu solchen Seiltänzerübungen bestimmt, brachte es aber durch seinen eifrigen Lehrmeister Pencroff dahin, die Strickleiter ebenso hurtig hinaufzulaufen, wie man es von einem Anverwandten dann und wann in einem Zirkus sieht. Selbstverständlich erfüllte den Seemann ein gerechter Stolz auf seinen Schüler. Nichtsdestoweniger lud der Letzteren, wenn er in die Höhe stieg, nicht selten auf die Schultern, worüber sich Top auch gar nicht zu beklagen schien. Es bedarf wohl keiner Bemerkung, dass während der eifrigen Betreibung dieser Arbeiten, zu welcher die nahende schlechte Jahreszeit drängte, die Nahrungsfrage niemals vernachlässigt wurde. Tagtäglich verwendeten der Reporter und Harbert, die offiziellen Lieferanten der Kolonie, einige Stunden auf die Jagd. Bis jetzt streiften sie immer und immer wieder den Jacamar-Wald am linken Ufer der Mercy, dass sie letztere in Ermangelung einer Brücke oder eines Bootes nicht zu überschreiten vermochten. Alle die ungeheuren Dickichte, denen man den Namen der Wälder des fernen Westens gegeben hatte, blieben vorläufig also noch undurchsucht. Einen Ausflug dahin verschob man bis zu dem ersten schönen Tage des nächsten Frühlings. Überdies erwies sich der Jacamar-Wald ausreichend wildreich. Kängurus und wilde Schweine packte in Menge, und die Spieße und Pfeile der Jäger taten das ihrige.
Zudem entdeckte Herbert nahe der südwestlichen Ecke des Sees ein prächtiges Kaninchengehege, einen mäßig feuchten Wiesengrund, bedeckt mit Weiden und wohlriechenden Kräutern wie Thymian, Lavendel, Basilikum, Saturei und andere, die mit ihrem Wohlgeruch die Luft erfüllten und nach denen die wilden Kaninchen so besonders lüstern sind. Nach der Beobachtung des Reporters, dass, wenn der Tisch für Kaninchen gedeckt war, es wunderbar zugehen müsste, wenn keine Kaninchen vorhanden wären, untersuchten die Jäger das Gehege möglichst aufmerksam. Jedenfalls brachte es nützliche Pflanzen in Menge hervor und hätte ein Naturforscher Gelegenheit gehabt, hier eine große Anzahl verschiedener Familien zu studieren. Herbert pflückte sich eine Quantität Basilikum, Rosmarin, Melisse, Petunia und so weiter, welche Kräuter alle therapeutischen Eigenschaften, die einen als Hustenmittel, Astringentia und Fiebermittel, die anderen als krampfstillende oder antirheumatische Mittel besitzen. Als Pencroff später fragte, was dieser Vorrat an Kräutern nützen solle, antwortete der junge Mann, »den uns zu helfen und zu behandeln, wenn wir krank würden.« »Warum sollen wir denn krank werden?« erwiderte der Seemann ganz ernsthaft. »Es sind ja keine Ärzte auf der Insel.« Dem war nun freilich nicht zu widersprechen. Dennoch setzte der junge Mann seine Ernte fort, welche im Granithause sehr gern aufgenommen wurde. Und das umso mehr, als er desselben noch einen reichlichen Vorrat an der in Nordamerika unter dem Namen Oswego-Tee bekannten Pflanzenart hinzugefügt hatte. Als die Jäger weiter und weiter suchten, gelangten sie an demselben Tage auch noch zu dem eigentlichen Kaninchenbau, in dessen Umgebung der ganze Boden wie ein Sieb durchlöchert erschien. »Hier sind Erdbaue«, rief Herbert. »Ja«, erwiderte der Reporter, »das sehe ich wohl.« »Ob diese wohl bewohnt sind?« »Das ist die Frage.« Diese Frage sollte indes bald gelöst werden, denn fast in demselben Augenblicke entflohen wohl an 100 kleine, den Kaninchen ähnliche Tiere nach allen Richtungen und mit einer Schnelligkeit, dass selbst Topsy kaum einzuholen imstande gewesen wäre. Jäger und Hund hatten gut laufen. Die Nager entwischten mit Leichtigkeit. Der Reporter entschloss sich aber, nicht eher von der Stelle zu weichen, als bis er etwa ein halbes Dutzend der Tiere gefangen habe. Zunächst wollte er den Tisch damit versorgen, andere aber später zu zähmen suchen. Mit einigen an der Mündung der Öffnungen angebrachten Schlingen hätte das nicht schwierig sein können. Jetzt aber hatte man weder solche noch irgendein geeignetes Material, dieselben anzufertigen. Man musste sich also darauf beschränken, jedes einzelne Lager zu untersuchen, mit einem Stocke hineinzustechen und durch Geduld das zu erreichen trachten, was man auf andere Weise nicht zu erzwingen vermochte. Nach einer Stunde fing man endlich vier Nager in ihrem Baue. Es waren wirklich Kaninchen, ihren Verwandten in Europa ziemlich ähnlich und allgemein unter dem Namen amerikanische Kaninchen bekannt. Die Jagdbeute wurde nun nach dem Granithause heimgebracht, wo sie zum Abendbrot auf der Tafel erschien. Der köstliche Geschmack dieser Tierchen wurde von allen gelobt. Der Kaninchenbau versprach der Kolonie eine ebenso geschätzte als unerschöpfliche Hilfsquelle zu bieten. Am 31. Mai gingen die Zwischenwände ihrer Vollendung entgegen. Jetzt galt es nur noch, die Zimmer mit dem nötigen Mobiliar auszustatten, eine Arbeit, die man den langen Tagen des Winters vorbehielt. In der ersten Abteilung, welche als Küche diente, wurde ein Kamin hergestellt. Das Rohr, das zur Abführung des Rauches dienen sollte, machte den wackeren Leuten einiges Kopfzerbrechen. Cyrus Smith erschien es am einfachsten, ein solches aus Tonmasse anzufertigen. Da man nicht daran denken konnte, dasselbe nach dem oberen Plateau zu führen, so schlug man über dem Fenster der Küche noch ein Loch in den Granit und leitete dasselbe schräg dahin wie das Blechrohr eines gusseisernen Ofens. Vielleicht, ja sogar wahrscheinlich, würde die Feuereinrichtung bei Ostwind, der direkt an die Fassade schlug, etwas rauchen, doch wehten diese Winde erstens nur selten und zweitens war auch Nab, der Koch, nach dieser Seite nicht so empfindlich. Nach Beendigung der inneren Einrichtungen beschäftigte sich der Ingenieur damit, die frühere Abflussmündung wieder zu verschließen, so dass jeder Zugang von dieser Seite unmöglich wurde. Man rollte also Felsstücke vor die Öffnung und vermauerte diese bestens. Noch sah Cyrus Smith von dem Vorhaben ab, das Wasser des Sees wieder über die Mündung ansteigen zu lassen.
Er begnügte sich damit, dieselbe durch Kräuter, Büsche und Gesträuch zu verstecken, welche in die Zwischenräume der Felsenstücke gepflanzt wurden und von denen man hoffte, dass sie mit dem nächsten Frühling üppig aufwuchern würden. Jedenfalls benutzte er aber die frühere Abflussrinne noch, um der neuen Wohnung die Zuleitung süßen Wassers aus dem See zu sichern. Die künstliche Quelle, welche man durch Erbohrung eines kleinen Loches unter dem Seeniveau gewann, lieferte etwa 150 Liter den Tag. Also konnte es dem Granithaus an Wasser voraussichtlich niemals fehlen. Endlich war alles fertig und es wurde auch hohe Zeit, denn schon meldete sich die schlechte Jahreszeit. Dichte Läden gestatteten die Fensteröffnungen zu schließen, in Erwartung, dass der Ingenieur einmal Muße finden werde, Fensterglas zu fabrizieren. Gideon Spilett hatte in den Felsenritzen und um die Fenster sehr kunstvoll verschiedene Pflanzen angebracht, so dass die Öffnungen mit reizenden grünen Rahmen umschlossen waren. Die Bewohner der sicheren, gesunden und festen Wohnung konnten mit ihrem Werke gewiss zufrieden sein. Durch die Fenster schweifte ihr Blick über einen grenzenlosen Horizont, den die beiden Kieferkaps im Norden und das Krallenkap im Süden abschlossen. Prächtig dehnte sich die ganze Union's Bay vor ihren Augen aus. Gewiss, die wackeren Kolonisten hatten alle Ursache, sich über ihre Erfolge zu freuen, und Pencroff sparte auch seine Lobsprüche nicht, wenn er im Scherz von seiner Wohnung im fünften Stock über dem Entresol sprach.